Ja, Immobilien als Wertanlage, definitiv. Ich habe Fincas vor 4 Jahren verkauft, die jetzt fürs Doppelte verkauft wurden. In 4 Jahren 25% pro Jahr ist nicht der Standard, aber es gibt eigentlich, wenn man eine Immobilie an einem guten Standort, und da ist wie in Deutschland auch Standort, Standort, Standort auf Mallorca kauft, gibt es eine Garantie, dass man kein Geld verliert. Lass die nächste Krise kommen und mal wieder 10% runtergehen vom Wert her. Das wird keine 2, 3 Jahre halten. Letztendlich ist die Limitierung der Insel sorgt dafür, dass die Immobilienpreise auf Mallorca nur eine Richtung kennen. Aufwärts.